Also, wie gesagt. Eins, zwei, drei. Nein, geh komm. Das sind die Sprachübungen, die ich immer mache, bevor ich ein YouTube-Video drehe, oder? Ja. Okay, Jungs, also. Jungs, wir machen jetzt die Crazy Chip Challenge, okay? Haben wir auf der linken Niki Wimmer mit der Tobias Möser und rechts Michi Ludwig. Kennen Sie schon von einem anderen YouTube-Video? Und wir werden jetzt Crazy Chips suchen und schauen wir mal, wer gewinnt, oder? Niki, was ist der erste Chip, den wir versuchen? Also wir sind hier im wunderschönen Gloria Verde Resort oder Gloria Golf Resort und wir haben hier überall diese schönen Nadelbäume und natürlich kommt es da immer wieder zu unangenehmen Situationen am Platz, wenn man da dicht dran liegt. Das ist zum Beispiel ein Klassiker. Vor dem Grün, der Baum ist zwar nicht im Weg, aber behindert unseren Schwung und da ist jetzt Kreativität gefragt. Okay, es gibt hier. Wir sind hier zu dritt, jeder hat einen anderen Schläger dabei. Crazy Chip Challenge quasi. Ja. Das ist die Crazy Chip Challenge und wir geben alles und schauen, wie wir das hinkriegen jetzt. Wer fängt an? Fangt sie mal an. Jawohl. Also ich habe mich dafür entschieden, diesen Schlag mit einem Lobwedge auszuführen. Wir haben da ungefähr grob 12 bis 15 Meter. Und natürlich die sichere Variante wäre, auf der Seite raus zu chippen. Aber nachdem wir hier versuchen, eine Chip Challenge hinzubekommen, werde ich versuchen, das Setup so stark zu verändern, um den Ball halbwegs nah an die Fahne zu bekommen. Ich werde das jetzt mal probieren. Baum ist eindeutig im Weg. Eindeutig, oder? Aber es gibt Lösungen. Wir werden das probieren. Nicht schlecht. Not bad. Lassen wir mal liegen so, oder? Ja, okay, alles klar. Näher hin, Kollege. Näher zum Baum. Näher zum Baum. Ah, ich bin da gelegen. Wo? Da, oder was? Nein, da war es. Okay. Das ist sehr nah jetzt. Ja, ein Stückchen darfst du. Ja, und ich bin weiter drüben. Geht schon? Also ich habe mich dafür entschieden, dreist à la Gutenberg die Methode von Michi zu kopieren und zu versuchen, das besser zu machen. Schauen wir mal. Ups. Wahnsinn! Super! Wahnsinn! Was sagst du zu dem? Ja, geil! Niki, du hast eine ganz eigene Idee jetzt, oder? Was ist das? Meine Kollegen, die haben sich fürs Wedge entschieden, um den Schlag hier auszuführen. Ist ein bisschen spät und ich bin immer so gut drauf. Das heißt, ich werde die große Schlagfläche von meinem Driver ausnützen. Und mal schauen, ob das mit dem auch so gut funktioniert. Mit dir richtig? Sind wir zufrieden, würde ich mal sagen, ja? Okay, cool. War ganz in Ordnung. So, der erste Punkt geht an Tobi. Tobi hat den ersten Punkt, ja? Eindeutig, schauen wir ganz kurz, wo er ist. Also bitte, das sind wirklich nur 40, 50 cm. Nicht schlecht, gratuliere. Okay. Es geht zur nächsten Challenge. Jetzt zur zweiten Challenge. Und zwar, der Ball liegt hier vor dieser Steinmauer. Also die ist schon sehr, sehr prominent hier, muss man sagen. Ja. Und Ziel ist, ich zoome mal hin, ist diese Fahne hier. Und ich wünsche euch allen viel Glück, dass ihr die Mauer nicht trefft. Ja. Ich gehe in Deckung. Und Tobi darf anfangen. Okay. Ja. Probieren wir es. Tobi kann dünnen machen jetzt, gell? Alle aus dem Weg. Der Leader. Auf dem Weg. Ist okay. Bin glücklich, noch am Leben zu sein. So, der Schlag von Tobi, den hat er ordentlich vorgelegt. Dürfte arg in Form sein momentan. Ich werde mir den
gut platzieren, weil wir dürfen legen und müssen nicht droppen. Und werde schauen, dass ich da einen Punkt holen kann auf dem Loch. Ja, take that. Nicht schlecht. Gut, last but not least, darf ich mich da jetzt auch rantrauen. Die Kollegen haben wieder ausgezeichnet vorgelegt. Ja. Die Tür ist offen für dich. Schauen wir mal. Es ist natürlich schon steil. Ich weiß nicht, ihr habt ein Lobwedge, oder? Ah je. Yeah. Immer zu kurz. So, jetzt kommen wir zum dritten Loch. Ich glaube, das letzte Loch hat Michi gewonnen, gell? Jawohl. Okay, so jetzt bei diesem Loch haben wir ganz was Witziges. Michi, kannst du vielleicht ganz kurz erklären, um was es hier geht, bitte? Okay, prinzipiell haben wir da einen sehr leichten oder Standard-Chip. 20 Meter. Jeder normale Mensch würde den direkt spielen. Aber die Crazy Chip Challenge wäre nicht die Crazy Chip Challenge, wenn wir nicht ein bisschen crazy wären. Und wir haben hier eine Steinmauer und versuchen da über die Steinmauer nearest to the pin zu spielen. Naja. Bin noch immer leider punktelos, das heißt, wäre nicht schlecht, einmal einen Punkt zu kassieren und ein bisschen aufzuholen. Green in regulation. Tick in the box. Also, der Niki hat einmal einen richtig guten Schlag gemacht. Wenn ich jetzt noch gewinnen möchte, muss ich mich richtig zusammenreißen. Das ist Matchball, oder? Matchball, ja. Schauen wir. Ich spüre schon ein bisschen die Nervosität, wenn ich ehrlich bin. Ah! Playoff. Nicht ganz außer. Leider nicht ganz am Grün. Schade. Okay, Burschen, jetzt steht 1-1-1. Also jeder hat einen Punkt gemacht und jetzt ist jetzt das Stechen. Und der Piers erklärt ganz kurz, worum es in diesem Stechen geht. Hier, der Sieger gewinnt alles natürlich hier. Also für die letzte Challenge haben wir den Golfschläger beiseite gestellt und uns den Bunkerrechen genommen. Und die Challenge ist einfach, also zur linken Fahne, nearest to the pin. Schauen wir mal. Super. I go next. So, okay, Tobi hat wieder mal sensationell vorgelegt. Er ist aus dem Bunker rausgekommen, das ist schon mega Leistung. Ich bin jetzt am Überlegen, ob das die richtige Technik dafür ist. Ich habe mir jetzt schon überlegt, ob man vielleicht einfach die Rückseite des Rechens nimmt und den so rauslöffelt. Und quasi wie so einen langen Putter den Schlag ausführt. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich werde das so probieren, als würde ich den putten. I give it a try. Er muss ja nur näher sein. Ja, kann näher sein, ich glaube schon. Der Michael hat ja schon ziemlich die technischen Varianten ausanalysiert. Ich glaube, ich bin da ganz klassisch dabei, so wie der Tobi.
Weil deinen normalen Bunkerschlag probieren. Das ist der Winning Shot, das weißt du, ja? Ja. Wo ist er? Bunker. Bunker. Oh, und wir haben einen Gewinner. Gratuliere, Tobi. Michi. So, und wir haben einen Gewinner, Michi. Gratuliere. Danke, Tobi. Da, ich sag's noch ein paar Worte vielleicht noch. Ja, überrascht bin ich nicht. Short Game ist richtig in Form, wie man sieht. Technik siegt über Kreativität. Und ja, wir gehen jetzt schlafen, Mittagessen, Abendessen. Danke fürs Zuschauen. Okay. Das musst du auszuschneiden. Okay. Mittagessen, Abendessen, schlafen. Ja, also wir haben da ein bisschen eine blöde Balllage natürlich, weil da ist unser Loch und da einen Stand einzunehmen, geschweige denn einen Schwung hinzubekommen, ist eigentlich unmöglich. Das heißt, da ist natürlich jetzt Kreativität gefragt. Also, ja. Du musst den Baum verwenden. Der Baum ist in dem Fall jetzt unser Freund. Ja. Wir werden versuchen, den Ball vom Baum abprallen zu lassen, über den Bunker und zum Loch zu kommen. Und das probieren wir jetzt aus. Okay, viel Glück. Danke. Okay, viel Glück. Also Burschen, aufpassen. Niki, meint's ernst? Jetzt hier rüber. Wo ist er? Ah, das hat nicht funktioniert. Nächster. Niki, gib BO. Tobi. Wo bist du denn, Tobi? Du darfst ein bisschen weggehen auf den Baum. Also das war doch gar nicht der Sumschieber, das ist Peter. Das nicht das urleicht gegen einen Wadler, wie das Speed gehabt und da steht. Also es wird gerade diskutiert, ob dieser Schlag gefährlich ist. Ja. Michi fürchtet seine Handgelenke zu Recht. Ihr dürft ein bisschen auf den Baum weggehen. Ich würde den seitlich rausspielen. Doppelbogi vermeiden zu versuchen. Michi wird seitlich rausspielen, Doppelbogi vermeiden versuchen, ja, sagt er. Tobias, was ist? Probierst du? Schauen wir mal. Ja, schaust mal. Bin noch nicht so ganz überzeugt. Wo von da? Ja, wo du willst, okay? Wo du willst. Okay, aber alle sind sehr nervös bei diesem Schlag scheinbar, weil der Ball wirklich komplett unkontrolliert zurückkommen kann. Michi ist ganz nervös da hinten. Also das ist wirklich gefährlich. Das sind Profis, die das hier machen. Don't try this at home. Aber er war weiter als der vom Niki. Die Fahne ist noch sehr, ja, wie sagt man? Oh, und Michi versucht. Du brauchst im Prinzip jetzt nur einen Top gegen den Baum machen und du gewinnst, weil der längste war, der beste war bis jetzt 1 Meter. Näher zum Ziel, ne? Du musst es nicht schaffen, ne? Okay, Christian, zwei. Christian, gerade, das schneiden wir raus, zweiter Versuch, okay? Michi gewinnt. Michi gewinnt die erste Runde. Es war zwar niemand am Grün, aber es war ein guter Versuch. Ja, wenn der sogar Sinn macht, wenn du mal willst. Okay, Niki sagt ja, das ist ein Chip, der auch Sinn macht diesmal. Brauchen wir einen Butter. Wir starten das Video neu. Okay, schauen wir mal. Brauchen wir einen Butter aber. Niki, was war das jetzt da? Wir versuchen hier eine Chip-Challenge aufzubauen und haben den ersten Schlag gegen einen Baum versucht und kläglich versagt.